So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen hier heute am Donnerstag, den 15. August 2019, gemeinsam mit Tickmill. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Ton gut zu hören sein wird. Auf jeden Fall habe ich hier keinerlei andere Meldung. Kann sehen, dass hier alles ganz, wie sagt man so schön, smooth läuft. Und würde dann mal genau das aufgreifen, was wir letzten Tage schon immer wieder thematisiert haben und auch heute thematisieren müssen, durch nämlich die gestrigen Kursentwicklungen, einen Handelskonflikt zwischen den USA und China, beziehungsweise jetzt mittlerweile auch die übergeordneten fundamentalen Vorzeichen, die sich deutlich beginnen einzutrüben. Nicht, dass das nicht erwartbar gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz die gestrigen Abschläge im US-amerikanischen Aktienmarkt, auch bereits schon im DAX, das komplette Wiederhergeben dieser Kursgewinne nach dieser sogenannten Relief Rally, dieser Erholungsrally, die initiiert wurde dort nach einem Kommentar am Dienstag, dass eben innerhalb der nächsten 2 Wochen sich die USA und China wieder zusammen an den Tisch setzen wollen, miteinander gemeinsam verhandeln, zumindest via Telefon, so hieß es. Und ganz besonders das Verzögern der Importzölle auf chinesische Güter, jener Importzölle, dieser 10%, um angeblich das Weihnachtsgeschäft nicht negativ zu beeinflussen, Ankündigung von Donald Trump. Ja, alle diese Aufschläge sind wieder hergegeben worden und man kann, wenn man vor allem Donald Trump bei Twitter folgt, so ein bisschen auch den Eindruck gewinnen, jetzt langsam scheint er zu realisieren, dass ihm die Fälle so ein bisschen davon schwimmen, weil alles, was in der Lage wäre, den Markt irgendwie zu stabilisieren, dass es an Vertrauen komplett verspielt. Ja, das ist durch die Entwicklung über das erste Halbjahr, glaube ich, geschuldet, die dort genutzt wurde, also wo konstant genutzt wurde, die Möglichkeit, eben den Markt nach oben zu pushen. Und dann haben wir jetzt eben dann zum Beispiel das Händereichen, das Angebot eines Meetings mit Xi Jinping, dem chinesischen Premier, in Bezug auf Hongkong, auf das er wahrscheinlich nicht eingehen sollte. Also eingehen wird, nicht sollte, sondern nicht eingehen wird, also Xi Jinping. Denn das ist ein, ich glaube jetzt mal, inneres, internes, in Anführungsstrichen, Problem. So als Hongkong ja unabhängig, aber dennoch im Einflussbereich Chinas. Und politisch ist das, glaube ich, zwischen diesen Parteien zu klären, was dort für Unruhen eben vorstehen. Also Trump zeigt sich doch verwundbar aktuell. Wir wollen das alles mal ein bisschen einordnen. Ich fand die Berichterstattung gestern ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, so an der einen oder anderen Stelle. Bevor wir damit beginnen, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Ticken wir bitte keine Finanzberatung an und die folgenden Inhalte stellen auch keine Aufforderung zum Handeln dar, sind nicht als Vermögensanlage oder Finanzberatung oder sonst dergleichen zu verstehen, sondern eben nur haben rein informativen Charakter. Das waren die ersten 2 Sätze des Risikohinweises. Den kompletten findet man, wie auch die letzten Tage schon, auf der Webseite von Tickmill. Und wir wollen uns auch heute der Vollständigkeit halber einen Blick auf den Wirtschaftsdatenkalender gönnen, wobei die Wirtschaftsindikationen, die heute veröffentlicht worden sind, heute früh ganz besonders, eben nicht nicht China betroffen haben, sondern an dieser Stelle ganz besonders aus Australien eben tatsächlich kam. Demnach wollen wir das heute auch relativ kurz und knackig im Grunde genommen durcharbeiten. Da gibt es nicht besonders viel zu betrachten. Wir haben heute Nachmittag 14.30 Uhr unserer Zeit, mitteleuropäischer Sommerzeit, die Retail-Sales-Zahlen hier, die veröffentlicht werden. Es wird natürlich sehr interessant zu sehen sein, ob der Einzelhandel schon in irgendeiner Form hier einen sogenannten Setback sieht. Das könnte noch einmal vielleicht Spekulationen anfachen, dass die FED dann nochmal ein Stück weit expansiver auftritt und entsprechende Auswirkungen, bärische Auswirkungen, ganz besonders auf den Dollar haben, wobei das eigentlich nur aktuell so eine zusätzliche Indikation ist. Also ich betrachte diese News, die heute Nachmittag da veröffentlicht werden, 14.30 Uhr, jetzt nicht als hochmarktbewegend, wobei natürlich immer berücksichtigt werden sollte. Retail Sales ist im Zusammenhang mit den USA natürlich erwähnenswert, weil es handelt sich eben um Einzelhandel. Der Einzelhandel, der trägt, soweit ich weiß, roundabout 30% zum Bruttoinlandsprodukt der USA bei. Ist also so, dass man sagt auch gerne das Backbone der US-Wirtschaft, also das Rückgrat. Jeglicher Einbruch, den man dort zu sehen bekommt, hat natürlich dann auch entsprechende Auswirkungen potenziell auf die Notenbankpolitik der FED, auch wenn es jetzt in direkter Form so nicht kommuniziert wird, aber im Zusammenhang mit zum Beispiel dem PCE, also Price Consumption Expenditure oder potenziell auch Inflation, Kennzahlen, die die FED eben berücksichtigt,
hat es dann eben tatsächlich schon. Wir werden da gleich drauf blicken. Wir können heute final vielleicht auch mal, sobald wir dann durch sind mit der Betrachtung für den US-Dollar besonders, Handelskrieg und dann auch der Einschätzung für den DAX, auch einen kurzen Blick vielleicht auf das, was gestern aus Großbritannien veröffentlicht worden ist. Die Bank of England könnte da vor einem interessanten Problem stehen. Aber dazu dann später mehr. Wir wollen uns jetzt zunächst einmal einen Blick gönnen auf das, was gestern passiert ist. Und das ist eine Grafik, der werden wir uns dann gleich widmen. Ich fange mal an mit meinem Twitter-Feed vielleicht. Und wir arbeiten uns mal so langsam so ein bisschen durch. Gestern passierte etwas. Ich muss mal kurz gucken übrigens. Ah, okay, dazu habe ich gar keine Grafik. Ich habe jetzt gerade eben hier gesehen, ich dachte, das wäre 2 10-Jahre, aber das ist 30-jährige Zinsen. Also auf 30 Jahre sind US-Zinsen das erste Mal unter 2% gefallen. Das ist eine gefährliche Tendenz. Mit Sicherheit, weil sie auch nochmal das, was eigentlich noch viel mehr und auch gestern breit in den Medien thematisiert wurde, noch einmal vielleicht sogar unterstreicht. Gestern kam es nämlich das erste Mal seit 2007 zu einer Invertierung der Zinsstrukturkurve zwischen zweijährigen und zehnjährigen US-Schuldtiteln. Was bedeutet das? Das bedeutet etwas anders formuliert, dass die Differenz zwischen den Zinsen zweijähriger Anleihen aus den USA und zehnjähriger Anleihen, dass diese eben jetzt negativ ist, sprich für 2 Jahrespapiere bekommst du mehr, als wenn du dein Geld über 10 Jahre in den USA parkst. Und warum ist das aussagekräftig? Das ist relativ schnell gesagt. Zweijährige, also kurzfristige Zinsen, die werden natürlich ganz wesentlich beeinflusst von der Aussicht der Geldpolitik seitens der Fed an erster Stelle und ihrer Leitzinspolitik, während längerfristige Zinsen natürlich dann auch längerfristige Investitionen betreffen und eben den längerfristigen auch Investitionszeitraum bzw. Wirtschaftskreislauf betreffen. Das bedeutet anders formuliert, wenn man langfristig von niedrigen Zinsen ausgeht, dann ist das ein Indiz dafür, dass man hinsichtlich des Wirtschaftswachstums eher skeptisch ist seitens des Marktes. Wenn jetzt also langfristig die Zinsen niedrig sind, also man skeptisch ist und kurzfristig aber die Zinsen eher steigen sieht oder über den Niveaus über die längere Frist, dann deutet das darauf hin, dass man eben kurzfristig von der Fed einen restriktiveren geldpolitischen Kurs als längerfristig erwartet, wobei das längerfristig expansivere geldpolitische Verhalten natürlich darauf hindeutet, dass man versucht, einen konjunkturellen Absprung eben abzufedern, also eine Rezession. Demnach ist es auch so, dass wir bei dieser 2-Jahres-10-Jahres-Zinsstrukturkurve einen sogenannten Rezessionsindikator haben. Und sobald es hier zu einer Invertierung kommt, also zu einer Umkehr, dass die kurzfristigen Zinsen höher notieren als die längerfristigen, ist das ein erstes Indiz, dass es hier zu einer Rezession kommt. So, das hatte sich allerdings über längere Zeit abgezeichnet. Also bedeutet etwas anders formuliert, wir sind dort schon über einen längeren Zeitraum. Ich hoffe jetzt mal, dass ich hier irgendwo, einen Augenblick, ich scroll mal ein bisschen nach unten. Ich hoffe mal, dass ich dort eine Grafik finde. Bedauerlicherweise muss der zu lange laden. Okay, das ist Quatsch. Dann lassen wir es beim. Also Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass sich das relativ ähnlich darstellt wie auch hier der 30-jährige Zins. Also so kann man sich die Grafik eben vorstellen. Die hatte sich einen ganz klaren Abwärtstrend eben wiedergefunden. Und wenn ich jetzt lügen müsste, würde ich sagen, wir haben bestimmt schon seit einem Jahr eigentlich in meinen Betrachtungen auch immer wieder mal den Blick genau in diese Richtung eben gegeben und haben immer mal wieder auf die Invertierung von diesem Rezessionsindikator hingewiesen. Jetzt ist es vor diesem Hintergrund einfach ziemlich schwierig. Und so wird es aber gerne kolportiert, weil es auch relativ einfach ist von Journalisten, egal welche englischen Medien man durchscrollt und mit etwas Verzögerung wird das auch wahrscheinlich in den deutschen Medien Thema werden. Man hat dann einfach mal das jetzt als Grund für diesen gestrigen, in Anführungsstrichen, Ausverkauf herangezogen. Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Besonders auch, weil die Art und Weise, wie da berichtet wird, jetzt ja schon fast apokalyptischen Charakter annimmt. Also die Welt steht vor dem großen Ende. Also nur, um das einzuordnen, das ist nicht das erste Mal, dass die Zinsstrukturkurve sich invertiert. Sie hat sich auch in den Großbritannien zum Beispiel invertiert. Das können wir auch hier sehen. Das erste Mal seit 2008. Ja, so kann man sich dann diese Zinskurve im Grunde genommen vorstellen. Und jetzt wird es interessant. Das ist ja genau das, um was es eigentlich bei der ganzen Sache geht. Der Hauptfokus liegt ja aktuell darauf, dass die Trump'sche Handelspolitik bzw. seine gesamte Politik, auch sein Druck ausüben auf die Fed zum Beispiel, ja im Grunde genommen ausgelegt ist, um eine Rezession abzuwenden, um seine Wiederwahl nicht zu gefährden. Ich hatte jetzt
Ich muss jetzt allerdings sagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob ich das zusammenbekomme. Aber ich glaube, es gab vier Präsidenten, die nicht wiedergewählt worden sind. Und das ging auch Hand in Hand mit einem konjunkturellen Abschwung, querstrich einem Abdriften in eine Rezession. Ich glaube, der letzte war Bush Senior. Der hatte eine Amtszeit, also folgend auf Reagan, eine Amtszeit und dann ist es 92 abgelöst worden von Bill Clinton. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob ich das jetzt richtig zusammenbekommen habe. Fakt ist auf jeden Fall, jetzt wird es halt interessant, die Trump-Gegner ganz besonders sind natürlich jetzt auf dem Vormarsch und sagen, im Grunde genommen, Trump hat unsere Economy gewreckt, also im Grunde genommen ruiniert. Ich finde, er ist auf einem guten Weg dahin. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, diese Invertierung der Zinsstrukturkurve, die sich dort abgezeichnet hat, die hat sich über einen längeren Zeitraum abgezeichnet nochmal. Und vor allem, dass die Welt und auch die US-Wirtschaft steht jetzt nicht vor einem Ende. Um das mal einzuordnen, ich glaube, das ist ganz wichtig, habe ich hier eine phänomenal großartige Grafik gefunden von einem Analysten. Wer bei Twitter ist, dem empfehle ich auch übrigens, diesemjenigen welchen zu folgen, Ryan Detrick. Und zwar ist es hier, dass der Folgendes gemacht hat. Der hat einfach mal die letzten Invertierungen dieser Zinsstrukturkurve eingefangen, die letzten fünf. Also 2006, 98, 88, 80 und 78. Und nun ja, hier zeigt er dann Months from Inversion to Recession. Das einzige Mal, was jetzt im Zusammenhang mit der Wiederwahl Trumps ein Problem darstellen könnte, was nämlich genau in die Hochphase des Wahlkampfs jetzt, der dann schon läuft und wo die Wahl im November 2020 stattfindet, was ein Problem darstellen könnte, wäre, wenn die dieses Mal ebenfalls nur 11 Monate dauern würde, bis die Rezession startet. Im Schnitt hat das 21 Monate gedauert. 21 Monate, bis es dann von dieser Invertierung der Zinsstrukturkurve zu einer Rezession in der jeweiligen, also nicht in der jeweiligen, sondern in der US-Wirtschaft eben tatsächlich kam. Das heißt, um das mal einzuordnen, bis jetzt ist erstmal nichts Dramatisches passiert und es gibt im Grunde genommen auch in erweiterten Sinne natürlich genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten. Nichtsdestotrotz sind die aktuellen Marktbedingungen natürlich anders als die Male zuvor, denn sowohl 2006 als auch 98, als auch 88, 80 und 78 haben wir uns nicht inmitten des größten geldpolitischen Experimentes aller Zeiten wiedergefunden. Es war nicht im Anschluss an eine große globale Finanzkrise, was dort stattgefunden hat. Tatsächlich ist es so gewesen, dass das oder ist es aktuell ja so, dass wir durch diesen massiven QE, diesen geldpolitischen Stimulus, den die Fed auf den Weg gebracht hat, dazu oder in seinem Umfeld wiederfinden. Und da kommt diese Grafik ins Spiel. Indem wir so hoch gehebelt und so stark auf Fremdkapitalbasis am Markt Engagement sehen, wie noch nie zuvor in der Historie. So, was bedeutet das? Nun, diese Grafik macht im Grunde genommen nichts anderes, als dass sie sich in Blau den S&P 500 anschaut und hier in Rot die sogenannte Margin Debt. Margin Debt ist im Grunde genommen ein auf, ja, wie gesagt, Fremdkapitalbasis, auf Kredit finanziertes Wirtschafts Umfeld, in dem wir uns wiederfinden, also dass eben billiges Kapital aufgenommen wird, billiges Kapital besonders zur Verfügung gestellt von der Fed. Und früher oder später kommt es eben hier zu einem Top-out und dann zu einem sogenannten Deleveraging. Also wir hebeln im Grunde genommen die Position, um die Rendite zu steigern für unsere zum Beispiel Aktieninvestments. Und dann früher oder später kommt es durch einen externen Trigger, durch eine Unsicherheit aus politischer Perspektive, durch einen Handelskonflikt zum Beispiel, der von Zaun gebrochen wird, kommt es zu einem sogenannten Deleveraging. Es hat schon bereits einen Ansatz gegeben zu diesem Deleveraging, der dann auch mit entsprechenden Abschlägen einhergegangen ist, im vierten Quartal 2018. Nichtsdestotrotz kommt das schubweise. Und das ist das Interessante. Also wenn wir uns zum Beispiel mal hier dieses Zeitfenster anschauen um 2007, 2008, hier, das war die New Economy, die platzt ist hier im Dotcom-Blase. Hier hatten wir das Platzen der Immobilienblase in den USA. Wir haben auch hier damals gesehen, zum Beispiel vor jetzt nahezu 12 Jahren, das war so Juli, August 2007, da gab es schon erstes Deleveraging, was auch einige Hedgefonds damals massiv in Schieflage gebracht hat. Aber wovon sich der Markt hat dann relativ gut wieder erholen können. Also es gab einen schärferen Abschlag hier, das war so, wie gesagt, Sommer, Spätsommer 2007 und der Markt hat sich dann innerhalb der letzten Monate des Jahres wieder auf eben diese Höchststände erholen können, nur um dann 2008 von beginnend mit diesem Auflösen dieser ja,
Rock-Trader-Position von Jérôme Kerviel bei der Société Générale im Januar bereits erste Abschläge sich dann abzeichneten. Bear Stearns ging down, Lehman Brothers ging down und dann hat eben im Grunde genommen dieses Deleveraging und dieses Risk-Off, was in den Markt kam, dieses Enthebeln, dazu geführt, dass es zu diesem massiven Abverkauf eben tatsächlich kam, der in einer Liquiditätskrise weltweit endete. Ähnliches sehen wir auch hier. Also wir sehen ein Deleveraging, was einsetzt, Stabilisierung und dann eben in der zweiten Hälfte des Jahres 2008 die nächste Schub abwärts, der da stattgefunden hat. Das ist etwas, das sieht sehr ähnlich zu hier aus. Wir haben einen massiven Abverkauf infolge eines ersten Deleveragings. Das waren die Turbulenzen, Verknappung der Liquidität durch die Fed, also Reduktion der Fed-Bilanz. Die Anleihen, die aufgekauft werden, läuft dort Autopilot, war das, was von Fed-Chairman Powell da damals kommuniziert wurde, in Aussichtstellung von Zinsanhebungen. Wir haben dann den Handelskonflikt gesehen, den Donald Trump schon im März, April 2008 begonnen hatte zu initiieren. 2018, Verzeihung. Und infolgedessen kam es eben dann im vierten Quartal zu diesen schärferen Abschlägen. Und jetzt sahen wir eben, und das ist genau das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ineinander greift. Wir sahen dann dieses sogenannte Jawboning, dieses den Markt nach oben pushen, ohne irgendwie eine fundamentale Rechtfertigung. Einfach nur auf eine Spekulation, das wird schon alles gut gehen. Donald Trump hat, und da muss man sein Twitter-Feed ja im Grunde genommen nur mal durchscrollen. Also es dauert ein bisschen, weil der Mann, der erscheint neben Präsident zu sein, an erster Stelle ein Twitter-Nerd zu sein und nichts anderes zu tun und dann noch Golf zu spielen und dann Politik zu machen. Ja, aber im Großen und Ganzen kann man das dort alles im Grunde genommen nachvollziehen. Das, was eben interessant ist, seit Anfang des Jahres wurde immer wieder gesagt, Trade Talks are going well. Und das war ja nicht nur was von ihm gesagt wurde, das wurde auch von seinem gesamten Stab gesagt. Also Larry Kudlow zum Beispiel, sein sogenannter Chief Economic Advisor, der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, oder auch Steven Mnuchin, Finanzminister, Trade Talks are going well. Es hat sich alles super abgezeichnet und dergleichen. Die einzigen, die da nicht mit eingestimmt haben, waren interessanterweise die Chinesen, weil die wussten so ziemlich von nichts gefühlt. Dass da irgendwas well ist oder dass da irgendwelche Lösungen sich abzeichnen und sonst dergleichen. Und nichtsdestotrotz war man aber in der Lage, eben den S&P, US-amerikanischen Aktienmarkt, und folgerichtig natürlich auch dann entsprechend die europäischen Indizes ein bisschen zu stabilisieren und dafür Sorge zu tragen, dass man eben noch einmal hier die Hochs beginnt entsprechend anzulaufen. Es war auch die Aussichtstellung eines expansiveren geldpolitischen Kurs seitens der Fed, der dazu beigetragen hat, dass eben der Markt hat sich stabilisieren können. Und genau, ich sagte schon am Anfang des Jahres, dass die Gefahr bei diesem offensichtlichen, und das war mehr als offensichtlich, dass dort die Situation sich sehr angespannt darstellt, das offensichtliche Problem, was daraus entstand, war, sollte die Situation noch einmal eskalieren. Und das ist jetzt bewusst durch Trump, durch eben diese Neuerkündigung von 10% neuer Importzölle auf chinesische Güter, vor zwei Wochen hat das stattgefunden, dann wird es sehr schwer sein, einen sich beginnenden stärkeren Abschwung und eine Beschleunigung auf der Unterseite abzufedern, weil dann gibt es kaum noch irgendwelche Events oder irgendetwas, was man thematisieren könnte, was in der Lage wäre, den Markt zu stabilisieren. Also Trade Talks going well, das ist das Hauptthema aktuell, was den Markt bestimmt, da kann man jetzt nichts mehr sagen, weil die Situation ist vollkommen verfahren und ein großartiger Deal, der ist gefühlt so weit weg wie die Erde vom Mond. Wir haben auch keinerlei Indiz, dass, wie Trump es ja mal twitterte, Trade Wars are easy to win, sagt er, also Handelskriege sind einfach zu gewinnen. Es zeichnet sich nicht ab, als wenn es dort möglich wäre, dort einen einfachen, schnellen Erfolg eben herbeizuführen, eine Lösung herbeizuführen generell. Und diese in Aussichtstellung einer Lösung ist keine Option mehr. Geldpolitische Lockerung, keine Option mehr, weil die Fed hat mittlerweile ja ihren U-Turn, in Anführungsstrichen, also die 180-Grad-Wendung hingelegt. Wir sehen eben, dass wir für zum Beispiel die September-Sitzung stattfinden am 16., also in einem Monat von jetzt, aktuell eine Wahrscheinlichkeit sehen, einer Zinssenkung generell von 100%. Also das aktuelle Zinsniveau liegt bei 200 bis 225 Basispunkten. Wenn man diese zwei Balken zusammennimmt, dann sehen wir, dass beide auf addiert 100% ergeben. Es geht eigentlich wieder nur um die Höhe. Mit 70% erwarten wir eine 25 Basispunkt Zinssenkung. 30% der Marktteilnehmer erwarten sogar einen Deep Cut, also 50 Basispunkte. Wenn wir dann ganz mal weitergehen auf die nächste Live-Sitzung, die dann im Dezember stattfindet, dann erkennen wir, dass wir aktuell im Großen und Ganzen eine Zinssenkung von nunmehr 3 Cuts
mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50% sehen. Also die Mehrzahl der Marktteilnehmer, dafür nehmen wir die letzten beiden Balken, nehmen wir das aktuelle Zinsniveau und schauen einfach eine Zinssenkung, die findet auf jeden Fall statt, schon wahrscheinlich im September. Zweite Zinssenkung, dann im Oktober oder ein Deep Cut eben entsprechend. Auf den kommen wir gleich. Klaus, der stellt die Frage, was ist mit dem Yen los? Das hat alles miteinander zu tun. Also deswegen, ich muss nur etwas weiter ausholen, um den Gesamtkontext darzubieten. Der japanische Yen ist eine sehr zinssensitive Währung. Der reagiert natürlich aktuell sehr, sehr sensibel auf sämtliche Entwicklungen im Zinsmarkt. Wobei man so ein bisschen abwarten müsste auch, wir werden gleich einen Blick darauf werfen, aber ob die Bank of Japan nicht früher oder später auch in diesen Handelskonflikt eingreift oder einsteigt, ja, und auch einstimmt, weil natürlich die als exportabhängige Nation, die Japaner, auch um eine schwache Währung bedacht sind. Und aktuell sieht es nicht danach aus, als in diesem Umfeld, als wenn der japanische Yen wirklich Schwäche zeigen dürfte. Aber dazu gleich. Also zunächst einmal sehen wir jetzt hier, dass eben von einer Fed schon bereits ein sehr, sehr expansiver geldpolitischer Kurs erwartet wird. Das heißt, auch der fällt weg, dieser Balken, diese Säule, diese Möglichkeit in irgendeiner Form den Markt nach oben zu pushen. Und demnach bleiben Trump nicht mehr besonders viele Optionen offen jetzt aktuell, um eben in irgendeiner Form den Markt zu stabilisieren. Heute früh, wir wollen jetzt diesen Tweet nicht herausholen, wir haben noch zwei andere Tweets, denen wir uns widmen wollen von gestern Abend, aber heute früh war es, in ganz frühen Morgenstunden, da twitterte Trump dann, dass er ein Meeting ja vorschlägt, wie ich das gerade initial schon sagte, mit Xi Jinping in Bezug auf die Situation in Hongkong, was ja irgendwie darauf hindeutet, meiner Meinung nach, das ist nur eine Interpretation, aber dass er in irgendeiner Form sich vielleicht davon verspricht, dass wenn eine Lösung in Hongkong herbeigeführt wird, dass das in der Lage ist, den Markt in irgendeiner Form zu stabilisieren. Ich persönlich glaube, zum einen werden die Chinesen das selber klären mit Hongkong. Zum anderen, selbst wenn die USA mit ins Boot geholt würden, was wie gesagt mehr als unwahrscheinlich scheint, auch vor allem im Hintergrund der Eskalation mit dem Handelskonflikt, wird das nicht in irgendeiner Form den Handelskonflikt oder die Verhandlungen hier beeinträchtigen oder beeinflussen in irgendeiner Form positiv. Das ist nicht wirklich zu erwarten. Und das bedeutet also etwas anders. Es scheint so ein bisschen, wenn man sich jetzt dieser Rhetorik von Trump nähert oder wenn man sich das ein bisschen näher betrachtet, als wenn da jetzt das verzweifelte Suchen, richtiges panisches Suchen und hoffentlich Finden eines Triggers ist, welches in der Lage ist, den Markt zu stabilisieren. Oder ich hatte es bereits schon vor zwei Wochen, ich glaube zum Freitag, glaube ich, hatte ich es mal kurz gesagt, ich glaube, Trump hat den Bogen überspannt. Und ich glaube, das zeichnet sich jetzt mehr und mehr eben tatsächlich auch ab. Und demnach lässt sich auch schon bereits rückschließen, dass ich für die weitere Entwicklung im Equity-Bereich sehr, sehr skeptisch bin und eigentlich eher nach der Devise Sell the Bounce verfahre. Worauf wir gleich schauen wollen, wir wollen jetzt in dem Zusammenhang nochmal weiter auch weitere Tweets auch von Trump, Einschätzungen auch von den Medien und dergleichen, so ein bisschen vielleicht in die richtige Perspektive rücken. Ich denke, das ist nötig. Auch zu dem kommen wir noch. Auch zu dem Goldtrade kommen wir noch. Donald Trump hat gestern Abend dann natürlich von sich mehr oder minder die Schuld weggewiesen, abgewiesen und hat gesagt, we are winning. Ja, hier, big time against China. Und er hat dann eben auch wieder auf die Fed eingedroschen regelrecht und hat eben die Inkompetenz hier herausgestellt und dass sie den Zins angeblich zu kurzfristig, zu hoch, also zu schnell und zu hoch angehoben hätte. Das ist insofern eine ganz interessante Feststellung von Trump, als dass ich schon vor bestimmt 9 Monaten, als wir noch unser Tickmill Trading Bootcamp, ja genau, zu Beginn des Jahres, na klar, im Januar, Februar, da hatten wir im Modul Fundamentalanalyse, hatte ich mal eine Regel präsentiert gehabt, nämlich die sogenannte Taylor-Regel. Und diese Taylor-Regel, die macht im Grunde genommen Folgendes, wird hier sehr, sehr schön in diesem Wikipedia-Artikel eingefangen. Die Taylor-Regel ist eine geldpolitische Regel zur Setzung des Leitzinses durch eine Zentralbank. Erfunden hier von diesem Herrn, John B. Taylor. Also das macht im Grunde genommen, der macht nichts anderes mit seinem volkswirtschaftlichen Modell hier, als zu versuchen, zu ergründen, wo findet sich das aktuell, ausgehend von diversen Faktoren, die hier in dem Artikel beschrieben werden, welche fundamentalen Kenngrößen damit einfließen, findet er im Grunde genommen dann das entsprechende Zinsniveau, welches gerechtfertigt ist. Und das Interessante ist, wir hatten diese Grafik eben schon aufgegriffen gehabt. Jetzt fällt mir gerade, ach doch, da, ich muss einfach nur weiter umscrollen, perfekt. Und zwar hatte ich hier
diese Grafik mal geupdatet von einer externen Seite ist. Ich habe das einfach gegoogelt, einfach Taylor Rule und dann 2019. Wenn man da draufklickt, dann kriegt man in diesem Artikel eine Idee davon, wo aktuell eigentlich der Zins liegen müsste, beziehungsweise hätte schon lange Zeit liegen müssen. Ja, also das ist ein geupdateter Chart jetzt von März 2019. Ist nicht schlimm, dass der schon ein halbes Jahr alt ist, sondern nur, dass man eine Idee bekommt, von wegen, sie hätte zu schnell den Zins zu aggressiv angehoben. Das lässt sich nicht halten, also zumindest nicht nach dieser Regel hier. Das ist keine korrekte Formulierung. Wir sehen nämlich in hier, ist das grün, Oliv, sehen wir den Zins ausgehend von dieser Taylor-Regel und wir sehen, wie lange die Fed eigentlich den Zins bei Null gehalten hat. Bis ins Jahr 2000 und 15 hinein. Da hätte der Zins nach der Taylor-Regel schon im Bereich um 2,5 bis 3% verharren müssen. Jetzt aktuell sehen wir eben diesen Economic Downturn und er suggeriert eine Zinssenkung, aber wir sind immer noch mit dem Zins der Fed sind wir noch deutlich unter diesem theoretischen Konstrukt. Natürlich gilt es da so bestimmte Aspekte mit einfließen zu lassen. Also dieses Modell fängt mit Sicherheit keine Handelskriege oder sonst dergleichen ein, aber die Formulierung, die Fed würde hier in irgendeiner Form hasardeurisch agieren oder dergleichen, das ist schon weit hergeholt, weil wie gesagt, es gibt durchaus Modelle von, ich glaube, der hat sogar Nobelpreis gewonnen, dieser Herr Taylor, die zeigen, dass wir eigentlich weit hinter dem Zinsniveau hinterher sind, welches fundamental gerechtfertigt wäre. Jetzt nichtsdestotrotz kann man natürlich dann wiederum Trump zugutehalten und sagen, naja gut, aber Trump hat im Endeffekt ja eigentlich damit nichts zu tun. Der kann ja nichts dafür. Der ist erst seit 2016, Ende 2016 im Amt, dass die Fed den Zins so lange eben niedrig gehalten hat. Und er selber war übrigens einer der Kritiker. Ja, das sei auch nur mal gesagt. Wie gesagt, sein Twitter-Account, der ist da sehr, sehr informativ, was das angeht, wie seine Einschätzung ist. Und der ist wie so ein Fähnchen im Wind gefühlt. Also das bedeutet, der orientiert sich dort an der Richtung mit seiner Rhetorik, die für ihn politisch am günstigsten ist. Was jetzt nicht so überraschend ist, aber nichtsdestotrotz sei da mal darauf hingewiesen vielleicht. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Auch das, ich verweise da ganz bewusst drauf, es zeigt, das wird ein bisschen panisch langsam. Also auch dieses jetzt die Schuld von sich weisen, diese Eskalation, die er beigeführt hat vor 2 Wochen im Handelskonflikt mit China, die war ein Alleingang, soweit das berichtet wurde. Er hat sich den seinen Beratern er widersetzt im erweiterten Sinne, er hat dort nicht drauf gehört, diese Eskalation ganz bewusst herbeigeführt und er hat sich halt jetzt verzockt. Und jetzt ist der Markt offensichtlich nicht in der Lage, oder nicht in der Lage, sich zu erholen, beziehungsweise er gibt nichts mehr darauf, was dort in irgendeiner Form in den Markt von ihm an Informationen gegeben wird, um sich eben zu erholen. Und jetzt wird es eben ein Lauf gegen die Zeit, möchte man schon fast sagen, wenn sich nämlich diese Bewegung beschleunigt. Dann ist natürlich der Aktienmarkt auch, und auch darin misst er ja so ein bisschen seine Performance, also diverse Tweets deuten darauf hin, dass er seine Performance als US-Präsident in Punkten des Dow Jones eben zu messen scheint. Wir haben eine sehr aktienbasierte Altersvorsorge, die in den USA passiert oder stattfindet. Wenn jetzt ein Deleveraging einsetzen würde, und das muss noch nicht mal aggressiv stattfinden, aber es reicht aus, vielleicht einen Großteil der unter seiner Regentschaft aufgelaufenen Aktienmarktgewinne wiederherzugeben, dann wird das mit Sicherheit auch negative Auswirkungen auf seine potenzielle Wählerschaft eben tatsächlich haben. Ganz zu schweigen von dem mittleren Westen in den USA, der aktuell massiv darunter leidet, dass eben China keine chinesischen Güter mehr abnimmt und Entschuldigung, Quatsch, dass China keine US-Agrarprodukte mehr abnimmt, Verzeihung. Und es sei auf jeden Fall erwähnt. Infolgedessen kommen wir jetzt hier zum Biggest Dow Drop, Point Drop of All Times. Eine Grafik, die sicherlich auch verhältnismäßig aufschlussreich eben tatsächlich ist, aber auch Einordnung erfahren muss. Also gestern haben natürlich dann alle Medien auch, ganz besonders die Trump-kritischen, haben wir im Grunde genommen gesehen, die eben aufgesprungen sind auf, schau dir das an, 800 Punkte, die der Dow Jones dort jetzt verloren hat. Ja, das ist fast so in der Größenordnung wie 2008 im Februar damals mit dem Flash Crash oder auch hier im Oktober. Und diese 800 Punkte, das ist ein erstes Indiz, dass es am Markt abwärts geht. Naja, jetzt müssen wir allerdings auch mal wieder hier die Kirche im Dorf lassen. Auch hier gilt es, eine entsprechende Einordnung vorzunehmen. Wir sind als Trader faktenorientiert unterwegs und wir sollten uns nicht von irgendwelchen kognitiven Verzerrungen leiten lassen, besonders von so kognitiven Verzerrungen wie zum Beispiel der Verlusteaversion. Also sprich, Verluste laufen zu lassen und Gewinner zu begrenzen, das zu nehmen, die Taube, die lieber den Spatz in der Hand zu haben, als die Taube auf dem Dach zu haben.
Wenn der Dow Jones bei 27.000 Punkten notiert, wie er es aktuell, oder 26.000 Punkten notiert, dann gilt es natürlich, das mal in Prozent einzuschätzen, diesen Drop. Und das, was wir gestern gesehen haben, dieser Drop von roundabout 3%, der da stattgefunden hat, also diese 800 Punkte, ist, wie sagt man auf Englisch, sagt man percentage-wise, also in Prozent betrachtet, der 380stgrößte Drop gewesen. Nicht der viertgrößte in Punkten. Das ist natürlich auch, wie gesagt, dann indexstandabhängig. Und genau so sollte man das auch betrachten. Also wenn wir jetzt in der Größenordnung wären wie 2008 zum Beispiel, wenn der Dow Jones hier 700 Punkte verliert, wir aber eben auch nur bei 8.000 Punkten notieren und bei 7,7% für den Tag notieren, das ist dann, das war Anfang Dezember, hier, das dürfte Lehman Brothers gewesen sein, also so diese Range, ja, Hochzeit der Finanzkrise, dann würde das anders aussehen. Allerdings wäre ein Drop von 7% im Dow Jones auch ein Drop von über 1500 Punkten. Und das ist halt auf jeden Fall so ein bisschen zu berücksichtigen, deswegen lasse man sich da vielleicht nicht so wirklich ins Bockshorn jagen, sage ich mal, von dieser Berichterstattung, ordne das entsprechend ein. Aber egal, wie man es dreht und wendet, Fakt bleibt auf jeden Fall unter dem Strich, die Situation am Markt ist massiv angespannt durch die gestrigen Entwicklungen, auch wenn ich, wie gesagt, diesen Hype, der jetzt da gerade stattfindet und dieses Invertieren der Zinsstrukturkurve, um Gottes Willen, die Welt steht vor einem ökonomischen Kollaps und dann der Dow Jones, der fällt 800 Punkte, um Gottes Willen, das ist sicherlich eine Berichterstattung, die ist nötig, die ist wichtig, aber nichtsdestotrotz ist sie aktuell ein bisschen überzogen. Ändert aber nichts an meiner insgesamten Einschätzung, dass wir markttechnisch betrachtet, also oder Price Action technisch, Verzeihung, muss mal kurz hier, zack, auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein sollten bei der aktuellen Einschätzung. Ich muss sagen, ich hatte gestern ja die Einschätzung, dass wir infolge dieser News eigentlich positiv sind, hatte auch in einem Beisatz, Nebensatz erwähnt, dass man so ein bisschen abwarten muss, ob der Markt jetzt wirklich positiv darauf reagiert, ob wir diese nachhaltige Rückeroberung der 11.850 zu sehen bekommen, hatte dem eine höhere Wahrscheinlichkeit zugewiesen, 60, 70%, glaube ich, hatte ich gesagt gehabt, und der Markt hat gesprochen. Also sprich anders formuliert, ich hatte Skin in the Game, also sprich, ich hatte tatsächlich eine Long-Position, die auch, wie sagt man so schön im Englischsprachigen, put your money where your mouth is, also platziere deine Wette oder dein Geld in dem Moment dort, wo du oder wie du eben sprichst. Ich hatte tatsächlich eine Long-Position, die ist ausgestoppt worden, gestern in dieser Bewegung. Das war nicht so dramatisch, weil ich parallel dazu eben dann über ein anderes System Short-Positionen in den Markt gegeben habe und darüber habe dann über den Tag noch eine positive Performance generieren können. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ich jetzt auf jeden Fall auf diese Price-Action hier natürlich Rückschlüsse ziehe. Und alles, was ich gerade gesagt habe, auch diese Panik, die mittlerweile bei Trump sich abzuzeichnen scheint in seinen Tweets, die lässt mich ganz klar auf der Short-Seite wieder aufwachen. Und jetzt haben wir schon bereits den Rücklauf in Richtung hier, dieses Ausbruchniveaus, dieses Schlüsselniveaus um 11.550 Punkte gesehen. Das ist für mich ein potenzieller Short-Trigger auf der Oberseite. Den sind wir auch jetzt nahezu schon in der Vorbörse angelaufen. Und es käme jetzt nicht überraschend, wenn wir ausgehend von diesen Niveaus innerhalb der nächsten Minuten vielleicht sogar, vielleicht handelt Stunden, dann nochmal die Region um die Tiefs von gestern anlaufen und dann beginnen diese Struktur sich jetzt darstellender, fallender Hochs und fallender Tiefs fortzuschreiben und eine nochmalige Attacke starten. Auf der Unterseite erstmal auf dem Bereich um 11.000 und ich glaube 350, 400 Punkte sind es ungefähr. Im Tagesschart kann man es aber besser erkennen, welchen Bereich wir eigentlich anlaufen oder an dem wir uns orientieren sollten. Das ist die Region hier um die März-Tiefs, 11.250 Punkte. Und wenn dann weiter auch die Risikoaversion anhält, hoch bleibt, dann ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir auch vielleicht dann in der kommenden Woche, es muss noch nicht diese sein, aber in der kommenden Woche ebenfalls Potenzial haben, weiter abverkauft zu werden und uns dann bis in die Gefilde um 11.000, vielleicht sogar auch deutlich drunter, 10.800 Punkte eben vorzubewegen. Also alles in allem ist der Grundmodus sehr, sehr skeptisch zu beäugen. Gegenbewegung, da bin ich derzeit auf der Seite, sell the bounce, sagt man, also sprich Gegenbewegung eben tatsächlich zu verkaufen. So das Bild für den DAX. Wir sind jetzt bereits in der Kassaeröffnung und interessanterweise ist es so, jetzt wollen wir das gleich mal kurz Intraday-Trading-technisch aufgreifen. Interessanterweise ist das so, dass wir aktuell oberhalb dieser blaufarbenen Linie handeln. Wir erinnern uns daran, dass eine Handelsregel oder ein Filter war, dass ich sagte, solange wir oberhalb dieses EMAs traden, sind Long-Positionen zu favorisieren. Aktuell würde ich ausgehend von dieser Konstellation, die ich übergeordnet geschildert habe, von solchen Long-Engagements absehen. Also ich möchte mich nicht wirklich long im Markt wiederfinden im DAX, sondern gehe eher davon aus, dass wir zeitnah unter dieses Niveau wieder rutschen, unter diesen EMA und weiteres bärisches Momentum aufnehmen. Und selbst wenn hier der Ausbruch auf der Oberseite stattfinden sollte und man das dann rein technisch
oder technisch, ja genau, systembasiert so durchhandelt, sollte man auf jeden Fall aktiv am Markt bleiben und auch mit einem aggressiven Trading-Stop arbeiten, den Stop aggressiv nachziehen, weil eben jederzeit es wieder zu einem schärferen Abverkauf kommen kann. Also wir haben gestern schon bereits gesehen, es gab zwar also unter erhöhter Volatilität immer mal Gegenbewegungen von 50, 80 Punkten hier, die dann aber relativ zügig wieder abverkauft sind und in den Abend hinein haben wir auch sehr schwach geschlossen. Also wir haben immer jede Gegenbewegung, die recht klein anmutet im Vergleich zu dem, was da vorher an Abverkäufen sich abgezeichnet hat, relativ zügig wieder verkauft und drifteten immer tiefer. Und ich gehe davon aus, dass sich das auch hier weiter darstellt, das Bild mit einem potenziellen Short-Trigger, den wir bereits gefunden haben, um 11.550 Punkte ungefähr. So, jetzt die Frage zum Dollar-japanischen Yen. Wie ist der einzuschätzen? Dollar-japanischen Yen würde ich aktuell ganz klar ebenfalls von der Short-Seite sehen, aus zwei Gründen. Und ich, vielleicht, einen Moment, ich mache mal kurz Folgendes. Ich hole dazu nochmal eine Grafik auf den Schirm. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht. Mal kurz gucken. Wo habe ich sie denn? Wo habe ich sie denn? Na, großartig. Einen Moment. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ach, ja, das ist natürlich blöd. Falsches Buch. So, hier ist die Grafik. So, geht gleich auf, Moment. Und zwar gibt es eine sogenannte positive Korrelation zwischen den Zinsen 10-jähriger US-Schuldtitel, die eben auf dem Weg in Richtung ihrer Allzeittief sind, und dann auch dem Dollar-japanischen Yen. Das hat damit zu tun, dass man eben bei nahezu identischer Bonität der jeweils betrachteten Volkswirtschaft und der zugrunde liegenden Währung immer die mit dem höheren Zins wählt. Also zumindest mal in Zeiten von, oder ich nenne sie mal stabilen Zeiten, ja, wo keinerlei Risk-Off sich abzeichnet, sondern eher ein Risk-On-Modus, der Markt nach Rendite eben tatsächlich strebt, sich eben so rational bewegt, in Anführungsstrichen. Und was man sehen kann, ist eben hier die Rendite in Orange eingefangen und dann eben in Grau den Dollar-Yen. Es gibt ab und an Abweichungen davon, aber das ist das einzige Problem jetzt hier. Die Grafik geht eben nur bis Juli 2014. Das Buch, das erste Buch von mir zum Thema Forex Trading, das ist damals im November 2014 entstanden. Und diese Grafik ist aus diesem Buch entlehnt, einfach um das mal einzufangen. Und nun mal ist es eben so, dass das hier davon ausgegangen werden sollte, sobald sich die Rendite auf der Unterseite bewegt. Und wir sind aktuell, wir sehen es ja, wir sind hier bei 3%. Wir haben mittlerweile schon bereits Spekulationen, wonach wir im Jahr 2021 einen Nullzins in den USA sehen könnten. Soweit würde ich noch nicht gehen, aber das aktuelle Low, das Allzeittief, markiert im Juni 2016 10-jährigen US-Bonds, das liegt um ungefähr 1,3536%. Und da haben wir also noch ein bisschen Platz auf der Unterseite, was dann auch entsprechend bärisches Potenzial für Dollar-Yen meines Erachtens nach freisetzt. Und was dafür sorgen sollte, dass eben Dollar-japanischer Yen übergeordnet sich dann in Richtung der 105 bewegt und auch unter dieses Niveau fällt und wir eine sehr große Wahrscheinlichkeit haben, sogar bis in den Bereich um 100 zu laufen. Das, was ich jetzt allerdings schon zu Beginn sagte, ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist, nämlich die Tatsache, dass die japanische Notenbank schon in der Vergangenheit häufiger gegen das 100er-Level im Dollar-japanischen Yen interveniert ist. Und um besonders in einem Umfeld, in dem wir uns wiederfinden, Okay, ja, da können wir gleich auch nochmal kurz den Drop geben. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Das eben, was in dem Zusammenhang erwähnenswert ist, ist natürlich, dass die japanische Notenbank früher oder später ebenfalls in diesen Währungskrieg eingreifen könnte und sprich dann eben massive Unternehmungen vornehmen, eben den japanischen Yen abzuwerten. Und das sollte man immer berücksichtigen, also alle Yen-Trader, die sich dort in irgendeiner Form passieren, eigentlich alle FX-Trader, durch eben sogenannte Cross-Pair-Betrachtungen. Ja, ich formuliere es mal ein bisschen um, das hört sich ein bisschen dramatisch an. Wir kommen gleich hier auf das, was ich hier vorbereitet habe. Also Cross-Pair bedeutet etwas anders formuliert. Wenn ich zum Beispiel mir Euro-US-Dollar betrachte, ja, dann setzt sich der zusammen durch Euro-japanischer Yen multipliziert mit Dollar, japanischer Yen zum Dollar, also
invers. Ja? Wir haben einmal Dollar-Yen, aber in dem Fall ist es eben japanischer Yen zum US-Dollar. Dann nehmen wir das Kursverhältnis, stellen es einfach im Kopf. So wird übrigens auch der Future zum Beispiel, also der Yen-Future, an das CME gerechnet. Und dann kürzen sich nach Adam Riese hier japanischer Yen raus und dann bleibt Euro US-Dollar über. Also das heißt anders formuliert, wenn wir starke Wohler im Yen sehen, dann ist es so, dass das potenziell auch Auswirkungen auf den Euro US-Dollar hat, sollte das nicht entsprechend schnell hier in den jeweiligen Währungspaaren abgebildet werden. Und so kann es dort auch eben zu sogenannten Spillover-Effekts kommen. Aber in Summe ist es auf jeden Fall, wie gesagt, festzuhalten, dass diese Entwicklung hier auf der Unterseite genauestens beobachtet werden sollte, weil es die japanische Notenbank auf den Plan rufen könnte. Was mit Sicherheit auch sehr wichtig ist, ist Folgendes. Klaus schreibt gerade, es war jetzt primär eine Intraday-Betrachtung. Wo kamen jetzt die 100 Pips plötzlich her? Also, was auch immer diese Bewegung jetzt hier gerechtfertigt hat, das ist auf jeden Fall etwas, das war jetzt hier 8:30 Uhr, ja, die 8:30 Uhr Kerze. Das ist auf jeden Fall etwas, was ebenfalls Berücksichtigung finden musste. Zu Beginn des Jahres haben wir zum Beispiel einen Flash Crash gesehen, infolge einer massiv austrocknenden Liquidität, damals auch mit einer Holiday Season, ja, wer ist denn das? Ferienzeit in Japan. Die nicht zu unterschätzen ist und jederzeit eben zu stärkeren Schwankungen, trotz der Tatsache, dass es einer der tiefsten und einer der aktivst gehandelsten Währungspaare rund um den Globus ist, der breitesten Märkte, die man kennt. Dennoch ist es so, dass solche schlagartigen Anstiege natürlich jederzeit möglich sind. Auch initiiert dann ganz besonders, wie gesagt, durch Ankündigungen seitens der japanischen Notenbank. Wenn man das Ganze noch ein bisschen dramatisieren möchte und diese Zinskorrelation noch ein bisschen weiterspielen möchte, dann mache man auch nochmal Folgendes. Ich denke, durchaus sinnvoll. Bar Chart. Und da gehen wir mal kurz auf den Zins 10-jähriger T-Notes. Das hatten wir gestern schon eingefangen und ich will das auch jetzt noch mal kurz aufgreifen, weil es so wichtig ist. Auch es hat Auswirkungen übrigens auf Gold. Also zu Gold kommen wir gleich zu dem saisonalen Muster, was eben dann auch noch aus fundamentaler Perspektive für Gold eigentlich weiterspricht, wo es zu einer Auflösung eines potenziellen Sentiment-Extrems kommen kann. Wir sehen immer noch eine verstärkte Long-Positionierung im US-Zins seitens der Großspekulanten, die ich mir schwer erklären kann. Ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Update morgen darstellt. Also das heißt, wir kriegen immer das Update dann an jedem Freitag der Woche. Daten sind bereits eingesammelt, das wird von der CFTC am Dienstag getan und dann am Freitag veröffentlicht. Und was wir eben hier in diesem Zusammenhang sehen können, ist, dass wir weiterhin mit fast einer halben Million Kontrakten uns Netto Short im T-Note Future befinden. Also Netto Short T-Note Future heißt Netto Long Zins. Also es gibt diese inverse Korrelation. Steigt der Zins, fällt der Anleihekurs und umgekehrt. Und wie gesagt, das passt nicht ins Gesamtbild. Sollte es hier zu einer Auflösung kommen und wieder früher oder später wieder in den Netto Long Bereich switchen, dann also sprich diese Bewegung auf der Oberseite noch weiter beschleunigen, dann kann das auch absolut ohne große Umschweife Auswirkungen auf den Devisenmarkt haben und dann für stärkere bullische Action im dollar-japanischen Yen sorgen. Also das ist auch etwas, was eben hier Berücksichtigung eben tatsächlich finden sollte bei solch einer Betrachtung für den dollar-japanischen Yen. So, und dann final der Blick auf Gold, weil ich es versprochen hatte und weil ich es auch vorbereitet habe. Wo habe ich es denn jetzt? Da, direkt daneben. Und zwar kam gestern die Frage auch von Martin, war das, glaube ich, wie man so ein saisonales Pattern umsetzen könnte. Also, wir haben ein grundsätzlich sehr positives Umfeld für Gold. Das, was ich gerade für den Zins thematisiert habe und für Dollar-Yen Short, gilt auf der Kehrseite für Gold auf der Long-Seite. Und ergänzend hierzu ist es so, dass wir jetzt aktuell auch in ein saisonales Muster laufen, das bereits am Montag mal thematisiert wurde, aber was heute noch einmal Bestätigung findet. Dann stattfindet nicht am 12.8., sondern vom 15.8. Vielleicht sogar ein bisschen attraktiver ist aktuell, weil auch die fundamentale Lage sich wieder deutlicher positiv Gold darstellt. Also klassischer sogenannter Risk-Off-Modus. Der Markt ist unsicher. Hat auf diese zunächst positive News, wo es an Gold diesen kurzen Push unter 1500 gab, nur kurzzeitig reagiert, sieht jetzt wieder Aufschläge und wir stabilisieren uns deutlich oberhalb von 1500. Also vielleicht ist das sogar jetzt nochmal ein günstiges Umfeld. Wirklich optimal wäre es natürlich gewesen, wenn wir wirklich bis in den Bereich um 1440 bis 1450 US-Dollar pro Feinunze gelaufen wären. Das ist leider ausgeblieben. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir das mal ganz kurz thematisieren, das Pattern, wie man das handeln könnte, das sind fast eigentlich nicht viele Schritte. Wir gehen heute im Grunde genommen im ersten Schritt Entry Long zum Tagesschlusskurs, also sprich, wir gucken uns einfach den Kurs um 22 Uhr an. Ich schreibe das mal 22 Uhr. Kann man das runterschreiben? Macht vielleicht mehr Sinn. So.
Also 22 Uhr, Klammer auf, MESZ, Klammer zu. So, also das ist dann im Grunde genommen der Entry Long. Gestern kam die Frage auf, wie man diese Indikatoren hier unter dem Chart oder beziehungsweise diesen Daily Range Indikator verstehen kann. Der bietet mir die Möglichkeit, auf einen Blick über die verschiedenen Handelstage hier zu sehen, wie sich dort die Volatilität, die durchschnittliche Schwankungsbreite über das jeweilige Zeitintervall dann dargestellt hat. Also über die letzten 10 Tage zum Beispiel haben wir in Gold eine Tagesschwankung gesehen von $30 pro Feinunze. So, was ich jetzt mache ist, ich muss natürlich einen Stop formulieren nach meinem Entry in den Markt. Und was ich mache ist dann, ich schaue mir einmal die 14er ATR, also die durchschnittliche Schwankungsbreite, wie die letzten 14 Kerzen. Die läuft aktuell bei $26,40, Pi mal Daumen. Dann gucke ich mir die vorhandenen letzten 10 Handelstage an. Ich nehme jetzt die leeren Zahlen tatsächlich oder den größeren Wert hier, weil wir natürlich infolge der derzeitigen Entwicklung am Markt eine tendenziell eher höhere Vola haben und eher kürzerfristig in der Vergangenheit schauen sollten. Also so ähnlich wie man mit Exponential Moving Averages, also exponentiell geglätteten Durchschnitten, eine bessere Abbildung des kurzfristigen Kursverlaufes eben wiederfindet. Also da sind wir bei 30, der ist schon mal etwas höher. Das heißt also, ich würde jetzt den etwas weiteren Stop wählen und dann mache ich noch Folgendes. Ich schaue mir diese Schwankungsbreiten hier schaue ich mir an und setze die in Relation zu dem historisch maximalen Drawdown beziehungsweise dem maximalen Verlust, der entstanden ist und lande dann eben hier bei 50,85. Das ist die größte Zahl. Das heißt also, mein Stop ausgehend vom Entry-Kurs ist dann 50 oder wir runden es mal auf, 51 US-Dollar entfernt. Also sprich, Klammer auf, Entry minus 50, 51 USD. Ja, also wenn unser Entry zum Beispiel bei, sagen wir mal, einfach eine Zahl 1500 liegt, dann liegt unser Stop bei 1449. Und dann stellen wir uns natürlich die Frage nach dem Gewinnmitnahmelevel. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einer wäre, mit einem durchschnittlichen Gewinn zu arbeiten, also unseren Entry $28,48 höher zu setzen. Das ist natürlich interessant, weil ich hatte gestern aber bereits schon gezeigt und deswegen sparen wir uns das heute. Weswegen ich dann hier, oder war es Montag? Weswegen wir hier mit einem CAV ein kleiner 1:1 arbeiten können, weil wir nämlich mit der historischen Trefferquote von 76% dennoch einen positiven Erwartungswert generieren. Und deswegen wäre das möglich. Ich muss allerdings aktuell sagen, ich würde in der Tat gar nicht mit dem durchschnittlichen Gewinn als Kursziel arbeiten, sondern vielleicht sogar einen Trade offen lassen und mir einfach bis zum 5.9. die weitere Price Action anschauen, von der ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie sich noch auf der Oberseite beschleunigt und dass wir den Bereich eben bis um 1650, 1700 US-Dollar pro Feinunze sogar anlaufen. Je nachdem, wie weit sich die Situation eben im Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter eskaliert, beziehungsweise wie stark die Risikoaversion der Marktteilnehmer eben noch wird, zum Beispiel infolge auch einer Betrachtung hier im Dollar-Yuan. Der Dollar-japanische Yuan, wir hatten gesagt, der stabilisiert sich seit geraumer Zeit nun über dem 7er-Level. Hat Potenzial bis 37. Es gibt Modelle, volkswirtschaftliche Modelle von Investmentbanken, die sagen, aktuell sind wir im Risk-Off-Modus, alles oberhalb von 7 ist Risk-Off am Markt. Sobald wir über die 37er-Schwelle laufen würden, um Dollar-Yuan, wäre das schon fast ein Panikmodus und könnte eine massive Deleveraging initiieren. Also sprich dann eben tatsächlich zu massiven Kapitalabflüssen aus risikobehafteten Assets führen, die natürlich sehr günstig für Gold ist. Auch zeitgleich sehr günstig für dann zum Beispiel US-Staatsanleihen sind. Sehr bärisch für Zinsen generell, die unter Druck geraten sollten. Und vor diesem Hintergrund würde ich tatsächlich dann eine Positionierung in Gold mit einem offenen Ziel versehen. Und wie gesagt, würde vielleicht sogar daraus, trotz des überdehnten Modus, den wir aktuell sehen, eine Position machen, die ich legitim auch bis Anfang September mir vorstellen könnte zu halten, dann bis zum Ende dieses saisonalen Patterns, so wie sich das darstellt. Ja, und das wäre es meinerseits gewesen. Jetzt stelle ich gerade fest, wir haben eine ganze Menge heute thematisiert und ganz schön lang unterwegs. Ich gucke mal kurz, gibt es hier noch Fragen? Aber ich glaube, ich habe die alle beantwortet. Schon mal perfekt, okay. Und dann gucke ich hier nochmal. Hier. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ha ha.
Okay, danke, vielen Dank, das ist sehr nett. ja, das wäre es meinerseits gewesen. Erst einmal, dann wünsche ich euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf und wir hören uns morgen dann wieder zum Wochenschluss, 8:30 Uhr, zu den täglichen neuen Handelsideen mit Tickmill. Und ja, soweit meinerseits. Also, habt euch wohl, macht's gut, bis morgen, passt auf eure Stops auf, Happy Trading, bis dann und tschüss.